争の果ての結末こそ我が望み。バイバーン。Ja, hi ho und herzlich willkommen zurück zu Digimon Story Saga's Love. Das fängt ja wieder super an. Wir gehen zurück in den Kampf von Didasmon, der zweite Teil. Und wie ihr schon sehen könnt, haben wir ein paar Änderungen. Fängt echt blöd an, dass er direkt, Hängt ja direkt mit Lindwurm ohne an, das heißt, gleich kommt Drachengebühl danach. Wie ihr sehen könnt, haben wir ein paar neue Digimons, beziehungsweise haben wir aus Galsatamon es geschafft, Creepymon zu bekommen. Aber das ist nicht die einzige Änderung. Alle Digimon außer Examon wurden digitiert, zurückdigitiert, digitieren, direkt zurückdigitiert und wieder digitiert. Ich habe sehr viel Zeit aufgewendet, allein um Creepymon überhaupt zu bekommen, weil das war echt schwer. Sind die Fähigkeiten jetzt ziemlich hoch bei einigen und auch die Werte. Examon hat sogar das Höchstlevel erreicht. Die Frage ist, können wir Didasmon jetzt besiegen? Oder ist der Lindwurm Odem und das Drachengebrüll zu stark für uns? Wie viel Damage das macht? Komm! 577 ist, na, ist schon ganz gut. Komplett geheilt ist, das nervt extrem. Wir haben Merukimon, ist dazu gestoßen. Examon, wie gesagt, auf Level 99. Ich hoffe, wir kriegen es irgendwie geschissen. Denn ich möchte nicht wieder so lange 181 Schaden, nur das ist so wenig. Der Rokimon aus wäre der Rokimon entstanden. Er ist wieder voll geheilt, das ist ein Witz, ist das. Hm.
Guck mal, wie wenig Damage der macht. Jetzt macht er eine Attacke noch und dann wird er gleich danach wahrscheinlich den Limbo-Modem hier machen. Möglicherweise. Also, macht einfach halt kein Damage. Klar. Ey, das kostet mich so viel Mühe, ihm überhaupt Damage zuzufügen. Und er mit einer Attacke hält er sich komplett auf. Also ohne Spaß. Nix, was ich gegen ihn machen kann. Hatte gehofft auf diese, auf seine Fähigkeit. Ne? Sein Spezialmove. Dass er so viel Damage schon macht. Dass der so. Er so schwach ist, hatte ich jetzt nicht gedacht. Das sind ja auch alles SP, ne? Dann macht er gleich wieder Limbum, Odem und Pum. Arschkarte. Er ist damaged er uns so hart, dass wir ein Item verwenden müssen. Danach setzt er sofort sein Drachengebühl ein und heilt sich selbst. Also. Ja, toll. Dann geht auch noch ein Angriff daneben. Ich rasse aus. Oder ich muss durch Drachengebrüll einen besiegen. Lassen. Um eventuell dadurch die nicht so viel Heilung zu geben. Ja, genau! Das ist so langsam grenzt das echt an Lächerlichkeit. Doch, Alphamond ist, also habe ich beim Offline trainieren, habe ich das auch festgestellt. Alphamond ist der sinnloseste Gast-Digimon überhaupt.
Es nutzt Aura, alle sind geheilt. Es nutzt irgendwelche Buffs, die du in dem Moment nicht brauchst. Das geht schon extrem auf den Keks. Ach, auf einmal machst du nur einen Angriff. Interessant. Er ist natürlich, er blockt natürlich alles ab. Saber Leon nicht daneben? Schade. Hätte ruhig auch mitgehen können. Kurei! Jetzt ist es schlecht. Doch nicht. Okay. Komm, jetzt könnte ich Glück gehabt. Glück gehabt. Hätte er jetzt seinen Lindwurm, wäre ich wieder richtig im Käse gewesen. Mein, siehst du, zweite Mal Alpha war schon. Honki ni sasete kureta na! Sumane! Dragon's Roar! Nein, doch nicht auf Alpha-Mon! Mann! Mach doch auf Meruki-Mon oder Creepy-Mon und lädt er sich nie so hart. Ey, Alpha-Mon ist wirklich zu nichts zu bauen. Das macht die ganze Zeit Aura, wenn wir es nicht brauchen. Lässt sich die ganze Zeit. Also ist eine Heilquelle für Dinasmon. Das ist einfach mal das größte Schwachstelle bei mir. Das ist lächerlich. Okay, da bist du, Examon. Ja, Examon, ich weiß nicht, ob Examon überhaupt einen Sinn ergibt. Ja, solche Attacken kannst du auf Alpha Mon machen. Gar kein Problem. Das ist super. Da habe ich keinen Stress. Auch den Lindwurm Ode. Am besten würde er nur Alpha Mon treffen. Warum? Warum? Kann mir das mal einmal einer erklären? Warum? Stingmon ist weg. Okay.
blöd gelaufen fürs Dingon. Angreifen. Ich habe irgendwie das Gefühl, Pendragons Ruhm kostet zu viel SP und macht zu wenig Schaden. Nein, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Ich muss jetzt erstmal wiederbeleben. Das ist ja die größte Scheiße. Also, Schokolade. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich hier irgendetwas falsch mache. Ich meine, wir spielen auch schwer, aber dass das so hart unfair, sage ich jetzt mal so, ist, das ist schon frech. Kommt sein Lindbum Odem? Doch nicht? Sumane. Ich darf direkt nochmal angreifen? Warum nicht? Aber im Moment sehe ich noch schon noch Hoffnung. Wir haben ihn ja schon deutlich mehr abgezogen als beim letzten Mal in Runde 1. Bakker. Kurae. Hexamon weg. Nicht weg. Okay. Den Wurm Odem? Nee, immer noch nicht. デジタライズオブソウル。
Jetzt kommt sein Lindwurm Odem. Ich hoffe, Tiger Westman überlebt es. Ja, gerade so. Ein 123 ist echt sehr gut. Bitte auf Tiger Westman, Mann. Komm schon. Mann. Der ist so ein... Ich bin am Verzweifeln hier. Kann nicht dein Ernst sein. Das funktioniert so nicht. Egal, wen er angreift, er ist auf jeden Fall voll geheilt. So oder so. Aber er greift natürlich einfach Mon an, um... Tut mir leid, aber... Auf schwer, ich habe keine Ahnung, was ich zu tun habe hier. Das wäre es, wenn so hat, dann jemand funktionieren würde, ne? Ja, Bakana. Genau so sehe ich das auch. Es macht keinen Sinn anzugreifen, der macht jetzt Drachengebrüll auf keine Ahnung wen und ist voll geheilt. Das ist schrecklich, das ist einfach nur schrecklich. Ja, danach kommt wieder. Alter, ey. Schaffen wir es? Wir haben nur noch zwei Digimon. Wir sind schon wieder nur noch bei zwei Digimon. Wir haben zwar noch viele Wiederbelebungskapseln, aber keine Ahnung. Schaffen wir es in der nächsten Folge, Dynasmon zu besiegen oder nicht? Und was mache ich, wenn nicht? Nochmal offline? Über 5 Stunden? Warte mal. Doch, über fast 5 Stunden. Zu leveln, zu digitieren, zurück zu digitieren. Soll ich alle auf Level 99 bringen? Fähigkeit 200? Keine Ahnung, was. Das kann doch nicht angehen, oder? Das macht das nachfolgende Level noch gar keinen Spaß mehr. Jetzt übertreibt er aber auch, ne? Ist das jetzt der dritte Lindwurm Odem hintereinander? Das ist aber jetzt mehr als übertrieben.
Sorry, dass ich dazu sage, aber... Auch wenn das wirklich auf schwer ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Digimon Stories Harvest Lore. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.